Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Das ist ein bisschen früh gerade. Wir haben jetzt gerade 4.23 Uhr. Wir fahren heute spontan nach Italien. Wir fahren jetzt mal los. Wir fahren jetzt als allererstes mal in die Schweiz. Ne, erstmal nach Österreich, dann in die Schweiz und dann nach Italien. So Leute, wir sind jetzt gerade auf irgendeinem Berg hier in der Schweiz. Hier sieht es einfach krass aus gerade. Schaut mal. Hier, Lisa macht kurz Pipi. Es ist nur 6,5 Grad. Gerade vorhin war es noch so 20 Grad, 18 Grad und jetzt ist es 6,5 Grad, weil wir ja ganz oben sind. Aber es ist richtig cool hier. Vor allem, ich finde, das sieht so geil aus hier, das hier, mit dieser Straße, weil die soll ins Nichts geht. Schaut mal, wir machen jetzt eine kurze Pause, weil Alisa ist schlecht, weil das ist so kurvig alles. Hallo, wir sind hier an der... Ich filme auf dem Boden und sage, dass wir an der... Wo sind wir denn? Tankstelle? Nee, Raststätte und Tankstelle. Und essen unsere Gurke und eklige Brot. Und Nick hat den Käse runtergeschmissen, weil es zu viel war. Und wir hören nichts mehr. Es geht einfach nur bergunter die ganze Zeit und wir haben so einen Druck auf den Ohren, man hört gar nichts mehr. Also wir sind jetzt in Italien, Alisa war gerade auf dem Klo. Wir sind an der Raststätte und wir sind gleich da, in 25 Minuten ungefähr. Und es ist richtig warm, wir haben 32,5 Grad. Wir gehen jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde nach Pisa an diesen Turm. Und dann gehen wir ins Meer. Und danach suchen wir uns ein Hotel. Ich habe mich übrigens geschminkt im Auto. Ich geh jetzt nicht auch wundern. Das ist ja warm. Also meine Lieben, wir sind jetzt auf dem Parkplatz angekommen in Pisa. Die wollten 28 Euro Maut. Davor haben wir 3. Davor haben wir 3 Euro gezahlt. Ne, 2 Euro, dann 3 Euro und dann 28 Euro. Es ist so bös warm. Jetzt gucken wir mal diesen Turm an. Hier ist schon irgendwie so eine Kirche da hinten. Keine Ahnung. Ich schwitze so ohne Spaß. Meine Stirn ist gerade eine Wasserrutsche. Wehe, die hat nicht abgeschlossen. Hast du abgeschlossen? Nicht schlecht. Okay, wir sind angekommen. Und ich habe echt nicht erwartet, dass er so schief ist. Oh, das sieht gar nicht so schief aus, Kamera. Und natürlich, weil wir so tolle Touristen sind, machen wir jetzt auch noch Bilder damit. Also wir haben jetzt versucht, dieses Bild da so zu machen, so wie jeder. Das geht aber einfach nicht, weil der einfach auf Kamera nicht schräg aussieht. Guck mal, wie das aussieht. Der sieht einfach nicht schräg aus. Der sieht in echt, sieht der richtig schräg aus. Und auf Kamera und Bilder sieht der nicht schräg aus. Wir haben jetzt geparkt und laufen zum Strand. Ja. Es ist todesheiß. Wir wurden gerade fast abgezockt. Ja, wir wurden wirklich um 1 cm fast abgezockt. Um 72 Euro wollten die. Und dann war irgendwie so ein Typ, der wollte uns mies abziehen. Dann sind wir rückwärts gegangen, dann bin ich in ein anderes Ding und dann hat es so 7 Euro gekostet. Meine lieben Freunde, wir sind jetzt hier gerade unterm Schirm und jetzt haben wir uns Toast geholt, weil wir hatten ultra Hunger. Und deswegen haben wir jetzt was für zwischendrin gebraucht und jetzt essen wir Toast und später gehen wir Pizza essen oder so. Wir haben überall Sand. Wir laufen wieder zum Auto zurück, gehen jetzt in den Supermarkt und holen uns einen riesen Kanister Wasser, dass wir duschen können. Wir werden richtige Wildlife-Menschen. Boah, das wird ein neues TikTok-YouTube-Format. Wildlife mit Alisa und Nick. Wir gehen jetzt Pizza essen. In der Hoffnung, dass die Pizza in Italien gut schmeckt. Was denn? Es gibt bestimmt auch schlechte Pizzerien in Italien. Okay, das war nix. Die hatten keinen Platz mehr. Scharf. Digga, verarscht mich jetzt nicht. Es ist gut, dass die uns nicht genommen haben, weil guckt euch mal an, wo wir jetzt sind. Hier sind auch Restaurants und guckt mal hier die Aussicht an. Und da
davor waren wir mitten in der Stadt. Wir haben unsere Pizza. Einmal, ich habe Margarita und Oliven. Und Nick hat, wie heißt es? Mit Meeresfrüchten. Mit Meeresfrüchten. Und dann haben wir noch ein Wasser und Eistee da. Und jetzt sitzen wir am Meer. Schauen noch den restlichen Sonnenuntergang, der jetzt nicht mehr so viel da ist, aber besser als gar nichts. Lecker. Wir gehen jetzt noch ein bisschen in die Innenstadt, weil wir haben gesehen, da ist so ein kleiner Jahrmarkt. Allora, adesso si parte. Bisogna che partecipiate. Le manine, si chiama. Alter, die Kameras sind spast. Die Alice hat jetzt noch ein Eis bekommen. Für stabile 2,50 Euro. Ich dachte, Italien ist billig. Also vorhin hat eine Pizza 5,50 Euro gekostet. Das ist krass billig. Und jetzt kostet ein Eis 2,20 Euro. Aber es ist richtig krass lecker. Und es ist richtig. Und es ist richtig viel. Und jetzt sind wir die ganze Zeit überlegen, ob wir hier bleiben sollen oder ob wir in eine andere Stadt morgen noch fahren sollen. Problem bei der Sache ist, morgen ist Dienstag und wir müssen am Donnerstagabend in München sein. Das bedeutet, wir müssen am Donnerstagmorgen wieder nach Hause fahren. Und Google so schwer raus. Klar. Oh. Hallo. Ja, die Nacht war echt stressig, weil da waren richtig viele Leute, die so 5 Männer oder so, als sie schlafen gehen wollten auf so einem Parkplatz, sind die einfach so die ganze Zeit in meinem Auto gestanden. Da hat man halt, also verhältnismäßig hier in diesem Land, weil ich halt ein relativ gutes Auto, weil die halt hier alle so richtig verbeulte und kaputte Autos fahren. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann fahren wir anders hin. Und dann ist Alisa schon eingeschlafen. Ich bin noch 45 Minuten rumgefahren, bis ich irgendwo in so einem Wohnviertel so einen kleinen Parkplatz gefunden habe. Da habe ich mich dann einfach reingequetscht. Hallo. Ich muss Hallo sagen. Okay. Schlaf. Achso, okay. Es geschafft. Ihr fragt euch jetzt alle, was haben wir geschafft? Wir haben es geschafft, ein Hotelzimmer zu bekommen. Zu einem Schnapperpreis. Wirklich Schnapperpreis. Und für das, dass wir nur da drin schlafen wollen, ist das echt gut. Schaut mal selber. Hier ist der Eingangstürbereich. Hier ist die Tür. Dann ist hier ein Klo. Wieder so ein Ding wie im anderen Block. Eine Dusche. Ja, alles, was man halt so braucht. Fresh Boyfriend. Geile Freundin. Ein Kühlschrank. Ja. Ein fucking Kühlschrank, in dem sogar Wasser drin war. Und wo drin steht, dass man seine eigenen Getränke da drin nicht kühlen darf. Aber egal. Ein Schrank. Noch ein Schrank. Was ist das denn? Boah. An einem Tag mehr Farbe bekommen als im ganzen Spanienurlaub. Könnt ihr euch mal. Das ist unser Abendstrand und das andere, was wir euch gezeigt haben schon, ist unser Tagesstrand. Das ist schon auch sehr, sehr cool. Wir gehen jetzt essen und dann sehen wir uns danach wieder. So, wir sind jetzt in irgendeinem Restaurant. Das sieht sehr, sehr nobel aus und alle sind echt krass angezogen. Ich mache meinen Outfit-Check. Aber guckt euch mal diesen View an beim Essen. Ist das nicht krank? Auf romantisch. Also das ist jetzt unser Essen. Schmeckt's dir? Ja. Hab so Husten. Da sind Oktopusse drin. So Mini-Dinger. Mir schmeckt das eigentlich nicht, aber das geht voll. Und das... Ja.
Stelle, eine krasse Stelle. Ja. Jetzt sagt er mir erstmal, Achtung, dein Schiebedach ist kaputt. Ja, echt, oder? Nein, schüttlich. Oh, hallo? Wer sind Sie denn? Sorry, sind Sie der Zeuge am Hotel? Alter. Wir haben uns gerade fett eingecremt mit Babycreme. Weil wir so Sonnenbrand haben. Und keine andere Creme haben gerade. Gute Nacht. Guten Morgen. Wir haben gerade gesehen, dass unser Hotel auch einen Pool hat sogar. Und deswegen gehen wir jetzt wahrscheinlich einfach mal im Pool. Also ne, wir gehen jetzt im Pool, ganz sicher sogar. Jetzt gehen wir ein bisschen im Pool, vielleicht fahren wir später noch ans Meer. Aber jetzt gehen wir erstmal dahin. Da ist der Pool. Und so ein kleiner Pool. Wenn ich dich von weit weg angucke, ist das so. Wir gehen jetzt Eis essen. Was für ein Eis? Zitrone. Beide? Weiß ich nicht. Also ich nehme eins. Ich auch. Nur Zitrone oder noch was? Wir zeigen euch mal, wie die machen. Die machen die nämlich nicht so mit so einem Kugelding, sondern mit so einem Schab. Nee, ey, guckt selber. Das an. Es schmeckt so gut. Okay, ich muss jetzt schön essen, es zerfällt alles. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von unserem Tag. Wir waren gerade duschen und gehen jetzt einkaufen. Wir sind gerade Pizza essen und Nick hat seine Pizza schon. Und die haben mir eine falsche Pizza gemacht. Die haben mir nämlich eine Pizza mit Zwiebeln gemacht. Und ich hasse Zwiebeln. Und ich wollte eigentlich welche mit. Also eine Margarine. Guck dir das mal an. Hallo, das ist ein verbindet aus. So Leute, wir sind jetzt zurück im Hotel. Wir müssen uns jetzt fertig machen, weil wir müssen in 5 Stunden losfahren. Was ist das? Der kann kein Fuß wenn er so ein kleines Krokodil in unserem Zimmer ist. Der sieht so klein aus auf Kamera. Aber er ist so fett. Er ist wirklich groß. Ja, was machen wir mit dem? Wir müssen den rausmachen irgendwie. Oh! Oh! Alter, ist der Schwein. Hallo, du kleiner fetter Sau. Bro, ich komm da hinten nicht hin, falls du dich willst. Ja, geh rein. Jetzt lass es 10 Minuten. Ich hab echt ein bisschen Panik gerade, dass der irgendwo über meinen Fuß kam. Ja, den macht er nicht. Hast du mal gesehen, der hat Angst vor einem Stück Papier gehabt. Der macht nichts. Wir haben gerade fertig gepackt. Sieht zwar immer noch ein bisschen chaotisch aus, aber das ist trotzdem alles fertig. Und wir gehen jetzt schlafen, weil wir haben schon wieder viel zu spät. Wir müssen nämlich um 4:30 losfahren. Das ist in wie viel Stunden? In 4,5. Yeah. Hallo ihr kleinen Racker! Wir sind in der Schweiz. Ich habe Schokolade an der Lippe. Wow! Ja, wir fahren jetzt noch ganze 2,5 Stunden. Wir sind um 12.10 Uhr zu Hause. Und um 12.30 Uhr fahren wir dann nach München, 1,5 Stunden. Dann sind wir um 15.30 Uhr in München. Okay Leute, wir sind angekommen und das ist geisteskrank, das Hotel. In 15 Minuten da sein, ja. Und wir sind absolut zu spät dran, aber es sieht krank aus, das Hotel. Wir zeigen euch das aber nachher, wenn wir wieder zurück sind. Also, wir sind jetzt auf der Filmfamilie. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt. So sieht das hier ungefähr aus. Jetzt im Kino drin, innen drin.
Achso, machst du YouTube, oder? Ja. Hallo. Man sieht überhaupt man sieht mich nicht. Links. Ah doch, jetzt. Oh. Oh, extra. Und jetzt so sieht's ja aus. So, der Film ist jetzt vorbei. Und wir gehen jetzt was essen und wir haben so krass Hunger, es ist abnormal. Ja, der Film war auf jeden Fall cool. Ich habe so Hunger, ich hatte heute Mittag schon Hunger. Wir haben heute nichts gegessen, außer ein halbes Baguette zusammen und ein bisschen Salami. Man sieht zwar nichts, aber wir sind jetzt essen. Also wir sind im Restaurant und haben jetzt Burger bestellt. Das sieht so krass aus, guckt euch das mal an. Einfach das Gleiche. Wir zeigen euch jetzt mal das Hotelzimmer. Also ich, ja. Hier ist die Tür, Eingangsbereich. Dann ist hier einmal so, gibt es einen Mini-Kühlschrank. Dann ist das Klo hier. Ich muss mich nur beeilen, weil wir keinen Akku mehr haben. Deswegen rede ich so schnell. Ist hier Nick und duscht. Dann gibt es hier ein Telefon, ein altes. Und so ein Bügelbrett halt. Ein riesen, wunderschönes Bett. Und hier ist unser Waschbecken. Oh ja. Das Bett steht einfach auf Büchern drauf. Wie krank ist das bitte? Und was gab's noch Besonderes hier? Die haben hier einfach Kondome liegen. Also einfach... Ich hab nie in einem Hotel gesehen. Ich auch nicht. Darf man das zeigen? Ja, bestimmt. Wahrscheinlich halt nicht. Wir haben Geschenke bekommen. Ich habe eine Kette bekommen und eine Brille. Und einen Kulturbeutel. Ein Captain and Sun. Haut mal. Und ich habe die in beige. Und hier ist einfach auch eine Box so. Also vom Hotel einfach. Leute, es ist Frühstückszeit. Und ich glaube, ich hatte schon seit 5 Jahren kein so geiles Frühstück mehr. Und da gibt es so viel. Es gibt einfach Lachs. Es gibt Lachs. Es ist krass. Ja, ich zeige euch nochmal ein bisschen das Buffet. Tag. Wir haben 3 Monate später. Ich schneide jetzt gerade das YouTube-Video. Und natürlich haben wir kein Ende. Wie gefühlt jedes YouTube-Video von uns. Ja, das wird unser Ende. Wir werden jetzt wieder aktiver auf YouTube. Wir sehen uns die nächsten Tage schon im nächsten YouTube-Video und ich hoffe, ihr seid aktiv. Ihr schreibt alle ein cooles Kommentar, was ihr sehen wollt und was euch am besten im Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten YouTube-Video. Bis dann. Nein, das war schon zu Ende. Ah, nein.